Hallo Freunde von Minecraft, hier der Waller158 wieder. Und zwar einfach nur Thema mehr Villager. Ihr seht, ich habe hier einen Haufen Kinder rumzulaufen. Junge Opas, ja, Bärtje, kleine Babys, die hier rumflitzen, ohne dass ich dem Brot geschenkt habe, ohne dass ich mit denen gehandelt habe. Und die vermehren sich wunderbar. Das waren zu Anfang, hatte ich zwei Stück hier gehabt und dann ging das eigentlich ruckzuck. Das Einzige, was ich gemacht habe, das ist hier auf unserer Map, die wir auch als Let's Play haben. Bloß das habe ich hier gemacht als im Kreativmodus. Ich habe hier, oh, da wurde jetzt einer weggefressen hier wieder. Die Villager sind ganz schön dämlich. Ich habe schon alle zugemacht hier. Alles, was dann Löcher und Kratern war, und habe mir hier einen Eingang gelassen, um da nachher wieder im Survival ganz normal die Erze abzubauen und das alles. So, dann habe ich ihn dort eine Hütte hingesetzt, hier. Da eine mit zwei Türen dran. Und muss ich aber noch das Dach aufmachen und hier jetzt auch nochmal. Und zwar ich unter diese Hütten bin ich einfach mal zwei tiefer gegangen. So, das hat keiner, ach so, hier können sie übrigens schon rennen. Das habe ich nur gemacht, damit die mich nicht stören hier beim Bauen. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Einfach unter der Hütte, zwei tiefer, überall Türen eingesetzt. Und in dem Moment, wenn ich jetzt nämlich den Fußboden da noch hinknalle, denn ist jede einzelne Tür zählt als Haus. So. Ich hatte ja in den anderen Filmen auch schon mal, der Opa Zeron, der hatte ja auch so einen wunderbaren Vorschlag da gemacht mit dem Marktplatz. Das habe ich ja in dem anderen Video auch mal gezeigt gehabt und das hat ja auch funktioniert. Bloß die wollten alle irgendwie nicht so recht. Den musste man dort Brot auch noch schenken, damit die überhaupt da mit einem zufrieden sind oder so. Das kann natürlich sein, dass das in der 1.9 oder ab der 1.9.2 alles ein bisschen verschärft wurde, dass das hier nicht mehr so einfach geht, aber das werde ich auch noch mal in der 1.9 ausprobieren, um da zu sehen, wie das mit die Villager klappt hier. Zumindest hier, also wie gesagt, ich habe nichts weiter gemacht, ich habe nur unter die B9 Häuser jetzt hier diese ganzen Türen eingesetzt und mit einmal, siehe da, waren dann plötzlich auch Kleine da. So, und dann werden wir das hier nämlich auch noch mal genauso machen. Einfach mal am Dach weg das ausprobieren und dort auch noch mal eine Reihe Türen, und zwar in der Mitte brauchen wir die ja. Hier will ich erstmal noch zumachen hier, dass das dann, es wird schon wieder duster hier. Ja, einen Zaun muss ich auf jeden Fall noch machen, weil die sind wirklich, ich habe das beobachtet, so dämlich hier, da klopft so ein Handelsvertreter an der Türe und diese Idioten machen tatsächlich auch auf hier. Also ich verstehe die Welt nicht hier, diese KI von den Villagern, die ist wirklich unter aller Sau. So, okay. Das könnten wir hier im Prinzip, ne, das lohnt nicht. Also im Grunde genommen nur in der Mitte. Aber damit hier oben nicht spornt, werden wir mal lieber hier unten ein paar Kerzen hinmachen. Ja, ich hätte das jetzt auch alle bauen können, aber hier, ich will einfach ein bisschen Lehm auf der Map hier mit zusätzlich haben und darum habe ich mir gedacht, ne, weißt du was, das werde ich hier so machen, dass ich das hier im Kreativ baue und dann sollte das auch funktionieren, ja. So. Und das andere, mein Spiel selber, das mache ich ja dann wieder ganz normal im Survival weiter. Aber hier, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, dass ich wenigstens ein paar vernünftige Villager drauf habe, mit denen ich ja auch dann später Handel treiben kann. So.
Klar, Engel werden jetzt wieder sagen, ja, dann baut er gleich alles dem Kreativ. Nee, mache ich nicht. Das, was so nebenbei hier noch zusätzlich ist, das mache ich dem Kreativ und alles andere da hinten. Mein Gutshof, der wird dann ganz normal wieder weitergemacht. Nur eben mit dem Dorf, weil das doch sehr aufwendig ist und doch ein bisschen schneller gehen sollte. Also, wie gesagt, einfach irgendwelche Hütten hinsetzen. Ja, das werde ich dann noch ein bisschen verschönern mit Dächern und vielleicht das auch noch erweitern, das Haus, dass das ein bisschen größer ist. Dann kommen da auch noch mal 2 Türen drin und dann kann man hier noch mal was hinmachen. Dann habe ich den Feldern hingepackt und schon haben wir hier kleine Villager. Ich bin gespannt, wenn dann hier der erste Golem rumläuft, wie das funktioniert oder ob das mit dem Golem auch klappt. Wie gesagt, ich habe das schon mal auf der Testmap gemacht und ruckzuck war da plötzlich auch ein Golem da. Gut, hier wird es ein bisschen länger dauern, weil da hier zu Anfang waren ja nur 2 Villager, da ist schon wieder ein neuer. Den kannte ich noch nicht hier. Da, der ist rumgeflitzt und 3 haben wir schon hier, 3 Kinder sehe ich schon hier rumrennen, na bitte. Ja, also das scheint irgendwie, scheint das sehr gut zu klappen. Und wenn ja, dann werden wir hier noch 2, 3 Häuser hinsetzen, so dass wir ein richtig schickes kleines Dorf hier haben und dann natürlich überall Zäune noch drumherum richtig ausgeleuchtet, dass hier wirklich nicht schief geht. Denn wir müssen später auf jeden Fall die Nacht durcharbeiten. Wir dürfen nicht mehr ins Bett gehen. Und darum will ich das auch machen, dass erstmal das hier mit dem Dorf alles abgesichert ist und hier nichts mehr passieren kann und hier auch ein bisschen Lehm drin ist. Denn ich habe einen zusätzlichen Mod mit drin und zwar Millionäre oder Millionärs, wie das heißt. Das sind Dörfer, die sich selber entwickeln. Das zeige ich aber dann später noch, wenn es dann soweit ist. Bei uns in der Nähe vom Gutshof hat nämlich auch ein Dorf schon gespawnt. Die bauen sich ihre Städte und Dörfer selbstständig weiter aus. Eine richtig tolle, interessante Sache ist das. Mit denen kann man auch handeln oder im Krieg führen mit denen. Da werden wir dann mal sehen. Bloß die kommen arg durcheinander, wenn man dort regelmäßig schlafen geht. Die brauchen ihre Nacht, um dort auch Nachkommen zu zeugen. Ja. Ist normal, ne? Wann sollst du das sonst machen? Am helllichten Tag? Da trauen die sich wohl alle nicht. Gut, also das ist dann diese Geschichte, wo ich sage, okay, dafür müssen wir das hier so ein bisschen vorbereiten. Und dann werden wir die noch nehmen hier. So. Und upsa. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Hier werden wir so ein rundes Dach hin machen, ja. Ein Spitzdach. Und hier auf der Seite, da kommt ein ganz normales Dach hin. Ja, ihr dürft da ruhig schon rangehen, Jungs. Ich bin wirklich gespannt, wie viel es bringt hier. Da sind da doch eine ganze Menge Türen unter die beiden Häuser hier. Und wenn sich das lohnt, und wir machen dann noch 1, 2 Häuser zu, dass hier so ein richtig kleines Rumwuseln ist hier. Und dann haben wir da erstmal Ruhe. Und wenn dann wirklich da noch was drauf geht, ich meine, die sind auch so dämlich, die gehen ja auch an die Zäune ran und lassen sich da von den Monstern verprügeln. Aber das ist dann nicht mehr so extrem, als wenn hier die ganze Bevölkerung ausgerottet wird hier. Weil die so bescheuert sind hier. Ja. Also hier bräuchte man dann sowieso extrem viel Holz. Darum mache ich das hier. Unsere Bauten, was wir da hinten noch alles machen hier, das wird natürlich alles wieder im Survival gemacht. Stück für Stück nur. Eben, wie gesagt, das Dorf. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse drüber, dass ich das so mache, ja. Aber wenn wir dann später vielleicht, wenn das hier alles geklappt hat und wir wollen das Dorf hier schöner machen und bessere Häuser gestalten und so weiter, dann können wir ja ganz normal im Survival hier weitermachen.
Aber das soll ja erstmal hier die Grundlage sein. So, dann haben wir hier schon einmal. Dann brauchen wir da nur noch letztendlich Holz dazugeben. Und hier, das werden wir auch halt. Ja, das wäre dann alles so. Das würde ja auffallen. Das würde Stunden dauern. Und ich weiß nicht, ob ihr das als kompletten Baufilm sehen wollt hier, wenn wir vielleicht innerhalb einer halben Stunde hier ein halbes Dach geschafft haben hier. Ja, ich glaube, das wäre nicht so interessant. Also mir selber oder mir persönlich würde das nicht gefallen. Da würde mir der Film einfach zu langweilig sein, wenn ich dazu gucken sollte, wie der 150 Dachbalken gesetzt, ja, Dachschrägen gesetzt. Und das dann vielleicht 20 Minuten lang. Also das wäre, glaube ich, nicht so interessant. Ich denke mal, da ist es besser, wenn ich hier einfach nur so zwischendurch mal zeige, wie ich das machen würde im Survival, im Kreativ. Da geht das recht schnell. Und schon hat man eine Lösung für das Problem dann gefunden. Okay, so jetzt können wir diese Dinger, werden wir ja auch wegmachen. Die habe ich ja nur hingemacht, dass wir die ansetzen können, denn die lassen sich nicht so von der Seite ansetzen, dann drehen die sich sofort. Halt. So, dann haben wir hier auch erstmal ein schickes Dach schon und das machen wir hier, werden wir das genauso machen. So, und dann belassen wir nämlich bei diesen beiden Häuser erstmal. Wir werden sehen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Okay, auch gut aus. Jawohl. So, und jetzt machen wir einfach mal Dach drüber. Was nimmt man da? Wollen wir mal rote Ziegel nehmen? Rote Ziegel. Wo sind denn Ziegelsteine? Ziegelsteine, ja. Hier haben wir noch Ziegelsteine. Mal das hier nehmen und mal gucken, wie das aussieht. Jo, das können wir ruhig nehmen, ja. So, ich mal ein bisschen was anderes machen, ja. Hier muss da schon wieder einer gestorben sein, ja. Ich muss mal gucken, nicht, dass die hier drinnen spawnen in den Häusern. Da muss ich dann noch Licht dran machen, ja. Sonst ist das natürlich, wenn von da drinnen welche kommen, ja. Das hat nämlich fast eben so den Eindruck gehabt, weil ich da noch kein Licht dran habe, ja. Na, mal lieber gleich reingucken, ja. Außen haben wir Licht. Na, Tatsache, die kommen von hier. Die kommen irgendwie von hier unten. Das müssen wir dann natürlich. Das ist ja dann scheiße, ja. Ja, dann müssen wir das so machen, ja, dass da unten ja nicht spawnen kann. Nicht, dass wir hier, ja, hier in der Mitte, da können wir die doch setzen und dann kann da nicht spawnen. Genau, wir brauchen das nicht an der Seite zu setzen, sondern hier in der Mitte werden wir das setzen. Hoffe. Nee, dann fehlt uns doch immer da eine Seite. Dann fehlt uns da immer eine Seite. Ich kann doch nur denn. Eigentlich der. Der Weg hier. Das ist natürlich dann doof. Aber wie sollen die denn hier hochkommen? Das geht doch ja nicht. Das geht doch gar nicht. Das verstehe ich nicht ganz. So richtig verstehe ich das nicht. Da kommen die von hier oben. Ist das vielleicht so ein bisschen noch. Hell noch ist es doch.
Eigentlich dürfte noch keiner von innen drinnen kommen mehr. Hier, da ist noch dasselbe, hier hat man ein Jackenlicht dran gehabt, hier, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, so. Nun hören wir jetzt auf mit Regen her, ich will mal jetzt wirklich hoffen, dass wir hier nicht noch mehr Theater kriegen, ja. So, muss man wieder zumachen hier, dass wir das erstmal haben. Ja, wenn, dann müssen wir uns, also wenn das wirklich so ist, dass wir jetzt damit auch gleichzeitig im Dorf Monster-Spawn geschaffen haben, dann ist das natürlich auch blöd. Übrigens, Monster-Spawn, ich werde auch noch eine schöne EP-Falle bauen, denn wir brauchen EPs nachher, wenn wir Verzauberung machen wollen. Und da brauchen wir für jede Verzauberung gehen da EPs drauf. Und das bisschen, was wir bis jetzt hier geschlagen haben an Monstern, ja, das ist wirklich nicht dolle, also brauchen wir EPs. Und dazu werden wir uns eine schöne Falle bauen, so dass wir dort mit vielleicht 10 Minuten Arbeit dann 30, 40 EPs wieder haben und dann wieder neu verzaubern können. Wie gesagt, jetzt werden wir erstmal fleißig unsere Bücher herstellen, damit wir hier noch Bücherregale bauen können. Und dann können wir auch bald den Zaubertisch bauen, denke ich mal. Und wenn wir den haben, kann das richtig losgehen, dass wir dann unsere Waffen verzaubern können. Denn ihr habt es ja gesehen, wie bei die Naga losgeht hier, da ist das richtig extrem, und wenn da unser Schwert eine richtig schicke Verzauberung hat, ich glaube, dann haben wir da auch kein Problem mehr. Dann kann man so bald eine komplette Naga-Rüstung machen. Aber wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob die wirklich was hilft, weil die ja eigentlich nur einen Feuerschutz hat. Aber wer damit schon irgendwie Erfahrung hat mit die Naga-Rüstung, der kann es ja mal in den Kommentaren schreiben. Das wäre dann nicht schlecht. So, und damit haben wir erstmal jetzt das soweit abgedeckt hier. Und dann hoffe ich nur noch, dass das auch wirklich alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe hier. Und nicht, dass hier drin jetzt auch noch Monster spawnen. Dann müssen wir uns noch was anderes einverlassen hier. Dann müssen wir das vielleicht doch nicht unterm Haus machen, nicht, dass die da im Haus rinkommen hier, sondern irgendwo separat nochmal. So, haben wir alle Dichte, genau, da ist schon wieder einer, ja. Und das am herrlichen Tag. Wo kommen die her, ja? Das kann nicht wahr sein, das müssen wir unbedingt noch rauskriegen hier, was hier passieren kann. So, ich werde mal hier überall was hin verteilen hier. Das verstehe ich nicht so richtig. Das hat bei dem anderen gut geklappt, das ist doof, ist das hier. Und wir brauchen die Monster, ich kann die nicht abschalten. Jetzt kann man nachher wieder nichts machen mit dem Zaubertisch, ja. So. Das habe ich aber hier doch überall ausgeleuchtet. Hier ist, dürfte doch hier eigentlich nichts mehr kommen, ja. Okay, ich werde die Sache mal weiter beobachten und dann kriegt er von mir noch ein Feedback her. Ich hoffe, dass das nicht hier an der unterirdischen Schichte liegt. Ansonsten muss ich da unten alles, da kam auch wieder einer raus. Ansonsten muss ich das alles nochmal neu machen. Und zwar, hier ist genügend Licht drin. Und zwar muss ich wohl denn irgendwie dort mit mehr Licht arbeiten. Okay,
Das war dann erstmal, tschüss, sagt euch, im Woller 158 und wir sehen uns dann wieder im normalen Survival. Bye, bye.